Herzlich willkommen zu unserem vierten gemeinsamen Termin Social Media A-Vorlesung. Wir haben uns beim letzten Mal mit dem Thema Datenschutz mit der DSGVO befasst, eine der ganz, ganz wesentlichen und zentralen rechtlichen Rahmenbedingungen, die eben in dem Fall die Europäische Union geschaffen hat, um dem Umgang mit Daten einen relativ strikten Rahmen zu geben. Warum sage ich das so abstrakt? Weil sich die DSGVO selbstverständlich nicht nur auf Social Media bezieht, sondern, ja, wie wir es in der letzten Woche auch gesehen haben, bei den Videos auf jede Art der, ja, jede Art des Geschäftsmodells, in dem in irgendeiner Art und Weise Datenspeicherung eine Rolle spielt. Und nachdem wir in der Informationsgesellschaft leben und das in den meisten Geschäftsbereichen der Fall ist, da muss jetzt gar nicht so das Business selber komplett digital stattfinden. Denken Sie beispielsweise an ein Nagelstudio oder an einen Friseur oder auch an ein Alten- und Wohnheim. Da musste ich eben auch eine dementsprechende Erklärung ausfüllen, beispielsweise auch, dass die Namen der Bewohner an die Türen gehängt werden dürfen. Da gab es auch sehr viel Unsicherheit. Vielleicht erinnern Sie sich, bei der Einführung der DSGVO gab es in Wien Häuser, bei denen die Namensschilder von den Türen entfernt wurden. Das hat sich dann rechtlich doch herausgestellt, schoss etwas übers Ziel hinaus. Aber nichtsdestotrotz, grundsätzlich gibt die DSGVO das Prinzip der Datensparsamkeit vor. Das heißt, Daten dürfen grundsätzlich nur mal dann gespeichert werden, wenn es einen konkreten Zweck dafür gibt. Diese Gründe sind relativ strikt geregelt und es muss dann auch den gespeicherten Personen sozusagen ganz genau Auskunft erteilt werden, was, warum, wie lange gespeichert wird, und die müssen dann auch eben das Recht haben, die entsprechenden Daten einsehen bzw. löschen zu können. Hier hat also die Europäische Union dem Schutz der persönlichen Daten einen sehr, sehr hohen Stellenwert eingeräumt. Beim vorletzten Termin haben wir uns befasst mit Social, oder bei dem, zu Beginn der Vorlesung, bei den ersten Terminen haben wir uns befasst mit Social Media als Distributionskanal. Was die rechtlichen Rahmenbedingungen betrifft, das wissen Sie natürlich, das spielt jetzt nicht nur allein die DSGVO eine Rolle. Da gibt es auch eine ganze Reihe weiterer medienrechtlicher Bestimmungen, die entweder vollumfänglich oder zumindest zum Teil auf Social Media zutreffen. Zum einen wären hier natürlich zu nennen das weite Feld der Bildrechte. Wenn Sie sich an das Video vom letzten Mal erinnern, vom Ende der Vorlesung mit dem Rechtsanwalt Christian Solmecke, da ging es ja um die DSGVO-konforme Übergabe einer analogen Visitenkarte. Im Fall von Bildern ist das Ganze noch wesentlich komplexer. Da spielen noch zwei weitere Rechtsbereiche rein, nämlich zum einen der Persönlichkeitsschutz, das Recht am eigenen Bild, und zum anderen das Urheberrecht bzw. Copyright. DSGVO und Copyright sind zwei Rechtsbereiche, die für Social Media, wie gesagt, sehr, sehr relevant sind. Da sind interessanterweise die USA einen sehr anderen Weg gegangen als die Europäische Union. Im Rahmen des Digital Millennium Copyright Acts, der in den USA einerseits kommerzielle Kopien beispielsweise von urheberrechtlich geschützter Musik oder Filmen oder Computerspielen oder welchen Inhalt auch immer unter recht strenge Strafe stellt, dieser selbe Digital Millennium Copyright Act stellt auch mehr oder weniger sämtliche Social-Media-Vorgänge im privaten Bereich urheberrechtlich, ja, straffrei. Das heißt, Sie können in den USA, relativ egal, wenn Sie da irgendeinen CNN-Beitrag oder sonst was hochladen, wird das in der Regel oder ist das durch den DMCA abgedeckt, sofern es eben tatsächlich um private Nutzung handelt. In Österreich bzw. in der EU ist das etwas anders, da ist auch im privaten Rahmen das Urheberrecht zu beachten. Social Media ist natürlich aufgrund der Struktur dieser Plattformen ein Medium, das sehr stark zum Teilen einlädt. Davon lebt Social Media auch, dass Inhalte geteilt werden. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Nutzer, die Crowd, wie es auch gern bezeichnet wird, die ihre Inhalte da hochladen. Ich habe Ihnen auch gesagt, Social Media Plattformen sind, wenn man mal von einigen Ausnahmen absieht, es gab da auch Versuche mit eigenen Content-Formaten, aber Social Media Plattformen sind im Wesentlichen technische Infrastrukturen, die Inhalte kommen von den Nutzern. Nun ist es natürlich nicht so, dass jeder Nutzer die eigenen Inhalte nur aufs eigene Profil hochlädt, sondern der eingebaute bei den meisten Netzwerken Teilen- oder Share-Button, der ermöglicht es natürlich sehr einfach, mit einem Klick Inhalte weiterzuteilen. Daraus ergibt sich grundsätzlich mal die Frage, was das urheberrechtlich zu bedeuten hat. Darf ich das denn? Hier haben österreichische und deutsche Gerichte relativ eindeutige Urteile gefällt. Sofern es sich nur um die Nutzung der angebotenen Share-Funktion handelt, gibt es kein urheberrechtliches Problem.
Ein ähnliches Thema steckt übrigens auch bei den Link-Vorschauen drin. Wenn Sie jetzt einen Link in Facebook, auf Twitter oder wo auch immer reinposten, dann zeigen diese Plattformen in der Regel das Vorschaubild an. Dieses Vorschaubild stammt von der verlinkten Seite. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Betreiber oder die Betreiber der Seite haben ein entsprechendes Vorschaubild bereitgestellt, was die meisten professionellen Anbieter mittlerweile tun, die meisten Blogs und so weiter. Oder aber es wird kein entsprechendes Vorschaubild bereitgestellt und dann nimmt sich das jeweilige Script, wenn Sie so wollen, das erstbeste zufällige Bild. Auch bei diesen Link-Postings gehen die Gerichte nicht von einem Copyright-Verstoß aus. Anders sieht die Sache allerdings schon wieder aus, wenn Sie sich eine Videodatei oder ein Bild besorgen, beispielsweise indem Sie es von einer anderen Webseite runterladen und dann bei sich selber hochladen. Hier könnte sehr wohl ein Urheberrechtsverstoß auch im privaten Bereich entstehen. Zum Dritten, dass die Persönlichkeitsschutzrechte in Bezug auf das eigene Bild waren auch vor der DSGVO schon relativ streng geregelt. Zu diesem Thema kursieren auch einige Fehlinformationen. So gibt es beispielsweise die irrige Annahme, dass Personengruppen mit mehr als 3 Personen, also Fotos, auf denen mehr als 3 Personen abgebildet sind, automatisch als Gruppenfotos gelten und daher nicht unter diese Regelungen zum Schutz der Bildrechte fallen. Das ist allerdings Blödsinn. Die Anzahl der Personen spielt dabei keine Rolle. Wenn Sie beispielsweise einen Platz fotografieren, auf dem viele hundert Menschen stehen, und eine Person steht aber trotzdem im Vordergrund und ist deutlich erkennbar am Bild, dann greifen hier die Bildrechte ganz genauso. Die jeweilige fotografierte Person hat das Recht, der Veröffentlichung des Bildes zu widersprechen. Und genau genommen, wenn Sie die DSGVO, wenn Sie an eine strikte Auslegung denken, hat diese Person natürlich auch das Recht, die Veröffentlichung des Bildes jederzeit zu widerrufen bzw. das Bild jederzeit wieder löschen zu lassen. Im professionellen Bereich, in der Fotografie, wo die Bilder eben auch kommerziell verwendet werden, arbeitet man hier klassischerweise mit Modelverträgen, wo eben auch unterschrieben wird, aber auch die müssen rückgängig gemacht werden können, wenn die da overruled sozusagen die DSGVO den privatrechtlich geschlossenen Vertrag. In technologischer Hinsicht, auch das habe ich das letzte Mal erwähnt, sind diese Bestimmungen sicherlich alles andere als einfach umzusetzen. Nicht zuletzt deshalb, weil auch komplexe Caching-Backup-Technologien und so weiter involviert sind, aber auf jeden Fall haben wir mit der DSGVO da einen relativ strikten Rahmen. Der zum einen den Anbietern einen recht genau abgesteckten Handlungsrahmen vorgibt, der aber eben nicht nur die großen Plattformen betrifft, sondern auch jeden von uns, der eine nicht rein private Internetseite betreibt. Social Media aber ganz genauso. Und die eine Sache ist natürlich, welche Daten speichert ein Anbieter, ein Betreiber über seine Nutzer, welche personalisierten Daten. Im Fall von Social Media Plattformen befinden sich die Betreiber ja, wenn sie so wollen, in einer noch luxuriöseren Situation als bei normalen Internetseiten oder Werbenetzwerken. Wenn Sie an Werbepixel denken, dann wird hier das Verhalten des Nutzers ausgewertet, die besuchten Seiten auf Social Media Plattformen laden die Nutzer eben eine ganze Menge Daten von sich selbst hoch. Bei der Einrichtung eines Facebook-Profils geben Sie neben den grundlegenden demografischen Daten wie Alter, Geschlecht, Wohnort und so weiter eine ganze Menge Präferenzdaten ein. Und die Eingabe dieser Daten ist natürlich optional. Es ist auch nicht gesagt, dass die richtig sind. Es gibt viele Fake-Profile. Aber im Großen und Ganzen entstehen da natürlich schon sehr viele Datenprofile. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite diese Daten der Nutzer selbst und die werden dann noch kombiniert oder angereichert, wenn Sie so wollen, mit den Daten, die durch die Nutzung entstehen. Also mit anderen Worten, wenn ich regelmäßig immer wieder mal Facebook-Pages bestimmter Musiker, die sich eindeutig einer Musikrichtung zuordnen lassen, besuche, dann kann Facebook mit einiger Gewissheit davon ausgehen, dass ich ein nahe Verhältnis zu dieser Musikrichtung pflege und diese Daten dann natürlich auch nutzen, um entsprechend Werbung anzupassen. Da sind wir wiederum in dem Bereich, wo die Plattform die selbst erhobenen Daten unter Anführungszeichen verwendet und das in den AGBs regelt. Ein speziell problematischer Bereich bei Social Media Plattformen ist natürlich die im Hintergrund möglicherweise auch noch inkludierte Datenweitergabe. Sie wissen ja, man könnte sagen, keine Internetplattform ist eine Insel. Allein durch die Einbindung von YouTube-Videos und Multimedia-Elementen kommt es zu einem recht großen Datenaustausch. Das ist die eine Sache.
Aber die andere Sache ist natürlich auch die kommerzielle Nutzung dieser Daten. Wenn Sie etwa an Facebook denken, diese recht genauen Persönlichkeits- und Präferenzprofile sind natürlich hochspannend für die Werbeindustrie. Und gerade hier in dem Bereich der Datenweitergabe ist es ja so, dass das für den Nutzer weitgehend intransparent erfolgt, dass der da keine Kontrolle hat. Und hier hat die DSGVO sehr, sehr strenge Bestimmungen. Es muss also jede Form der Datenweitergabe erstens dokumentiert werden, darf auch nur unter bestimmten Bedingungen erfolgen. Wie gesagt, inwieweit das Ganze wirklich durchsetzbar ist, muss dann auch erst die Praxis zeigen. So gesehen ist die DSGVO ja einer der Neuzugänge in unserem Regulatorium digitaler Medien. Ein Kommentar von Z-Database. Sagen wir, ein Freund von mir lädt gegen mein Einverständnis ein Bild von mir hoch und weigert sich, es zu löschen. An wen muss ich mich wenden, um das Bild zu löschen? Da werde ich ja wohl kaum die Polizei rufen. Das ist eine gute und berechtigte Frage. Wenn im Einzelfall, nachdem es da keine konkreten rechtlichen Bestimmungen gibt, also grundsätzlich mal sind Sie auf jeden Fall berechtigt, dieses Bild löschen zu lassen. Wenn das auf, ich sage mal, normalem Eskalationsweg nicht passiert, dann ist es jetzt plattformabhängig. Die meisten Plattformen sehen da bestimmte Eskalationsmöglichkeiten vor. Machen wir mal den Bildschirm auf. Wenn ich hier einfach mal Facebook öffne und es würde sich, sagen wir mal, hier um so ein Posting handeln, dann habe ich hier die Möglichkeit, eben auf Support erhalten oder Beitrag melden zu klicken. Ich mache das jetzt nicht, weil diese Klicks auch immer ausgewertet werden und Günther ein guter Bekannter von mir ist. Und letztendlich folgt daraus dann ein Prozess, wo Sie eben Ihre Beschwerde angeben. Und wenn ich mich nicht täusche, ist das eine der Optionen, die in dieser Liste auch auftaucht, dass es sich um ein Bild von einem selber handelt. Facebook wird den Fall dann in der Regel prüfen. Ist ja so, dass sie recht umfangreiche Supportabteilungen haben und gegebenenfalls entweder das Bild sofort löschen oder von Ihnen eventuell auch noch eine Ausweiskopie verlangen. Das hängt auch damit zusammen, ob Ihr Account bereits schon einmal mit einem Ausweis oder einer Telefonnummer verifiziert wurde oder nicht. Da gibt es bestimmte Eskalationswege. Wenn Ihnen das jetzt allerdings wichtig ist und Facebook Ihr Bild nicht löscht oder das nicht funktioniert und Ihr Freund auch sich der Entfernung dieses Bildes hartnäckig verweigert, dann bliebe tatsächlich nur mehr der Weg über die einschlägigen rechtlichen Instanzen. Und da gab es ja auch in der jüngeren Vergangenheit einen Prozess, der recht viel Aufsehen erregt hat. Da ging es in dem Fall zwar nicht um ein Copyright, sondern um private Nachrichten mit der Sigi Maurer. Ich erwähne das jetzt deshalb in dem Zusammenhang, weil man da auch sieht, dass das für die Gerichte relativ neue Thematiken sind. Eine Sache ist einmal klar, wenn Ihr Freund Ihr Bild nicht entfernt, wenn es die Plattform nicht löscht, es gab da auch einige ähnlich gelagerte Fälle, wo die Grünen in dem Fall als Partei geklagt haben gegen Facebook, dann gilt erstmal natürlich nationales Recht und Sie können von zwei Dingen ausgehen. Wenn Sie da wirklich die Rechtsinstitutionen einschalten, dann wird es nicht über Nacht zu einem Urteil kommen. Das heißt, diese Gerichtswege brauchen dann auch eine gewisse Zeit. Eine Anmerkung noch zum Thema Facebook und Löschungen. Bei den von mir angesprochenen Fällen, da ging es um eine ganze Reihe von verhetzenden, diskriminierenden, rassistischen Postings, wo die Grünen eben auf rechtlichem Weg Facebook versucht haben zu zwingen, diese Postings zu entfernen. Und nach österreichischem nationalen Recht mussten die auch recht klar entfernt werden. Und was Facebook da gemacht hat in vielen Fällen, das finde ich auch, ich sage mal zumindest interessant, ich weiß nicht ganz genau, was man damit anfangen soll, diese Postings wurden dann nur in einzelnen Ländern gelöscht. Das heißt, es war keine, wenn Sie so wollen, komplette Löschung, sondern die wurden nur in bestimmten Ländern einfach nicht mehr angezeigt. Das heißt, Sie können beispielsweise, wenn Sie an das Wiederbetätigungsgesetz denken, in Österreich ist das nationalsozialistische Hakenkreuz ein verbotenes Symbol, auf dessen Verwendung relativ hohe Strafen stehen. In vielen anderen Ländern ist das kein Straftatbestand. Das heißt, wenn jetzt jemand ein Posting mit einem Hakenkreuz postet, dann würde das in Österreich natürlich entfernt werden. In den USA ist das Hakenkreuz-Symbol unter Rechtsradikalen relativ gängig und eben auch nicht verboten. Das heißt, eine zweite Ebene, die da auch noch dazu kommt, ist die nationale Gesetzgebung. Das macht es natürlich nicht einfacher. Und wie gesagt, in der Praxis, in vielen Bereichen wird es da tatsächlich vom Einzelfall abhängen. Das nur noch mal kurz als
Rekapitulation zu unserem letzten Termin. Dann habe ich zwei kurze Informationen oder Ankündigungen für Sie. Erstens mal, vielen Dank für die bisher hochgeladenen Übungsarbeiten. Ich habe mir ein paar durchgeschaut, die passen sehr, sehr gut, die Beschreibung der Social Media Services. Sie haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch bis Ende des Monats Zeit, die Übungsarbeit abzugeben. Und die zweite Übungsarbeit werde ich dann Anfang Dezember bekannt geben bzw. ins Moodle stellen, wird sich in etwa im selben Umfang bewegen und die wird dann bis Anfang Jänner abzugeben sein. Das zum einen organisatorisch zu den Übungsarbeiten. Wenn Sie dazu Fragen haben, können Sie natürlich sehr gerne jederzeit Flora oder mir ein Mail schicken. Und zum zweiten haben wir heute finalisiert. Im Dezember freue ich mich sehr, Ihnen einen Gastvortrag ankündigen zu dürfen. Thomann Geiswinkler, er ist bei LinkedIn zuständig. LinkedIn hat kein Büro in Österreich, sondern Österreich wird von München aus betreut. Er ist zuständig für Recruiting in Österreich bei LinkedIn. Wird uns sehr interessant. Ich hatte Thomann schon mal als Gastvortragenden bei mir in der Vorlesung. Er ist auch sehr gut angekommen. Er wird Ihnen einige Tipps geben, auch in Sachen, ich sage mal, Personal Branding, Selbstvermarktung, Jobmarkt. Was für Trends gibt es da? Das könnte ja vielleicht schon jetzt oder möglicherweise in näherer Zukunft für die oder den einen von Ihnen durchaus eine gewisse Rolle spielen. Als ich Publizistik studiert habe, ich habe 95 begonnen hier in Wien, da hat man uns eigentlich Vortragenden bis zu älteren Kollegen, eigentlich ziemlich jeder hat Publizistik als relativ brotlose Kunst bezeichnet und uns geraten, schon mal die Taxiprüfung zu machen, haben sich etwas anders entwickelt, die Dinge. Also wenn ich so an automatisierte Autos denke, selbstfahrende Autos, bin ich nicht so sicher, ob die Taxibranche wirklich eine glühende Zukunft vor sich hat. Auf der anderen Seite, und das auch als Überleitung zum Thema, das uns heute und auch die nächsten beiden Einheiten noch beschäftigen wird. Was wir erlebt haben durch diesen Boom von Social Media ist, wenn Sie so wollen, eine stark gestiegene Nachfrage nach Inhalten. In der Vor-Internet-Zeit waren Public Relations, also Öffentlichkeitsarbeit und Werbung, relativ klar geregelte strukturelle Abläufe. In der Werbung, der Standardablauf in einem Unternehmen besteht in der Regel darin, und das spielt natürlich in den traditionellen Medien nach wie vor eine nicht unbeträchtliche Rolle, dass ein Unternehmen je nach Größe vielleicht eine Mediaagentur beschäftigt, diese Mediaagentur verwaltet das Werbebudget, versucht es möglichst effizient einzusetzen. Einzusetzen bedeutet eben, kauft die entsprechenden Werbeplatzierungen, Radio, Fernsehspots, Printwerbung und so weiter. Dann gibt es eine Kreativagentur, die für die Erstellung der Sujets zuständig ist. Ich denke, die große Zeit der Werbeagenturen liegt im vorigen Jahrtausend. Der Beginn der Werbeszene, der wurde ja sehr eindrucksvoll porträtiert in der Serie Mad Men. Vielleicht der eine oder andere von euch gesehen. Ich habe mir nur die ersten zwei Folgen angeschaut. Ich fand es ehrlich gesagt unerträglich langweilig. Aber egal, Werbeindustrie, Werbebranche, da gibt es ein ausgelagertes Unternehmen, das möglichst originelle, kreative Sujets erstellt, eine Mediaagentur, die dieses Sujet dann schaltet, Werbung. Daneben spielt natürlich Öffentlichkeitsarbeit oder Public Relations schon lange eine sehr große Rolle. Und im Bereich Public Relations, da geht es in erster Linie um die Stakeholder-Kommunikation, um die Kommunikation mit relevanten Interessensgruppen, sehr häufig natürlich Multiplikatoren, ergo Journalisten. Diese beiden Bereiche umfassten im Wesentlichen die Unternehmenskommunikation und dann kam das Internet und dann kam auch noch Social Media. Und nun sind wir in der recht neuen Situation, dass auf diesen Plattformen zum einen im kommerziellen Bereich die Unternehmenschannels existieren, die Facebook-Pages, die LinkedIn-Pages und so weiter, dass die Mitarbeiter auch Accounts haben und dass allein aufgrund der Notwendigkeit, auf diesen Plattformen regelmäßig Inhalte zu veröffentlichen, eine quantitativ wesentlich größere Anforderungen entstehen. Das ist das eine. Und der zweite Bereich ist, dass gerade in der Day-to-Day-Social-Media-Kommunikation es relativ wenig Sinn macht, externe, in den meisten Fällen externe Agenturen zu beauftragen,
Wenn es um zeitnahe Kommunikation geht, wenn es vielleicht auch um Blicke hinter die Kulissen, wenn so etwas eine Rolle spielt, dann macht es natürlich sehr viel Sinn, das innerhalb des Unternehmens zu managen. So entstand auch das Berufsbild des Social Media Managers oder der Social Media Managerin. Das ist, wie gesagt, nur ein Berufsbild. Der wirklich große Trend, der dahinter steht, ist, dass Unternehmen heutzutage in der Situation sind, viel mehr Inhalte produzieren zu müssen als früher. Vor dem Internet gab es vielleicht Kataloge oder auch mal einen Schulungsfilm und so weiter, die meistens extern entstanden. Inzwischen hat so gut wie jedes größere Unternehmen eine Kommunikationsabteilung, in der, ja, je nach Größe, je nach Umfang, in dem Social Media eingesetzt wird, Redakteure, vielleicht sogar Bild-Video-Experten sitzen. Also wenn Sie so wollen, bis zu einem gewissen Grad hat Social Media die meisten Unternehmen dazu gezwungen, auch ein Medienunternehmen zu werden, also selbst viel aktiver zu kommunizieren. Wie gesagt, da geht es zum einen um die gigantische quantitative Zunahme, um die Notwendigkeit, diese Medien zu bespielen. Und Sie wissen ja, da entsteht auch immer eine gewisse Selbstdynamik. Wenn mehrere große Unternehmen das nutzen, hat das Vorbildwirkung. Es passiert ja auch in einem rückblickend, muss man sagen, recht kurzen Zeitraum, dass 50%, beispielsweise, je nachdem, wie man das betrachten will, der deutschen DAX-Unternehmen eine Facebook-Page hatten, war eine Technologie, ein Kommunikationskanal, der sehr schnell von Unternehmen verwendet wurde. Kurz darauf passierte was Ähnliches mit Instagram. Bei LinkedIn befinden wir uns gerade noch in dieser Entwicklung, und Social-Media-Plattformen reicht es eben in der Regel nicht aus, diese Seite anzulegen, was relativ schnell erledigt ist, sondern es geht dann darum, laufend passende Inhalte bereitzustellen. Und dieses Thema Inhalte, das wird uns, wie gesagt, in dieser Einheit und in den nächsten beiden Einheiten beschäftigen, aus verschiedenen Perspektiven. Wenn wir von Inhalten sprechen, mal ganz abstrakt, umfasst das auf Social Media Plattformen ja eine recht weite Klaviatur. Dazu gehört beispielsweise ein Live-Video-Stream auf Twitch, falls Sie so etwas schon einmal miterlebt haben, genauso dazu wie ein kurzes 3-Wort-Update auf Twitter. Die einzelnen Plattformen verlangen unterschiedliche Formate, Morphologien, bieten unterschiedliche Posting-Möglichkeiten, aber letztendlich der Inhalt des Postings oder der entscheidende Punkt ist natürlich die dramaturgische Komponente, die Art der Informationen, die Zielgruppengerechtigkeit. Es gibt auf allen Social-Media-Plattformen grundsätzlich zwei Mittel oder zwei Arten, wie Inhalte verteilt werden. Das eine ist das, was wir als die organische Distribution bezeichnen. Das heißt, wenn Sie so wollen, die organische Reichweite. Das sind jene Reichweite, die Inhalte durch die Interaktionen der Nutzer erreichen. Ein Unternehmen postet ein Status-Update, Red Bull veröffentlicht irgendein spektakuläres Video, viele Follower des Red Bull Instagram-Accounts liken dieses Video, es gibt viele Kommentare, das führt dazu, dass der Algorithmus der jeweiligen Plattform dieses Video verstärkt ausspielt, und so dieser Mechanismus, wir werden uns den auch noch wesentlich detaillierter ansehen, aber mal ganz abstrakt betrachtet, genau dieser organische Verbreitungsmechanismus, da steckt das Potenzial für virale Reichweite drin. Die funktioniert immer dann, wenn Sie die richtigen Inhalte bei der richtigen Zielgruppe veröffentlichen und die dann auch reagiert. In der harten Praxis der täglichen Kommunikation sind solche Viral-Video-Hits eher die Ausnahme als die Regel. Und die zweite Art und Weise, wie Sie Informationen auf Social-Media-Plattformen an die hoffentlich passende Zielgruppe bringen, ist bezahlte Werbung, wie es in den meisten Medien gibt. Beide Bereiche, das organische Posten als auch die bezahlte Reichweite, haben ihre eigenen Regeln, und Social Media Advertising funktioniert dann doch deutlich anders als beispielsweise klassische Werbung in traditionellen Medien. Der Unterschied liegt wiederum, und das ist auch der Grund, warum ich mit der strukturellen Eigenschaften und mit der DSGVO begonnen habe, der Grund liegt primär wiederum in den Daten, die erhoben werden. Genau durch diese Nutzungsprofile können Sie sehr viel personalisiertere Werbung schalten. Das ist das eine aus Anbietersicht, aber die zweite Seite ist auch, wenn Sie an traditionelle Werbung denken, dann bezahlen Sie eigentlich immer für die Reichweite. Die wird unterschiedlich gemessen, je nach Medienform. Bei einer Zeitschrift könnte das beispielsweise die gedruckte Auflage, die verbreitete Auflage sein, bei einem Radiosender die entsprechende Reichweite, also die Quote zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und
Sie bezahlen dann für eine Zahl von Personen, die Sie potenziell erreichen. Diese Art von Werbung gibt es auch im Internet. Sie spielt allerdings mittlerweile eine deutlich untergeordnete Rolle. Auf Social-Media-Plattformen besteht die häufigste Form der Werbung in Kampagnen, bei denen der Werbetreibende erst dann bezahlt, wenn auch tatsächlich jemand auf diese Werbung draufklickt. Ermöglicht also auch andere Formen der Kostenkontrolle. Auch darüber werden wir noch im Detail sprechen. Womit wir heute beginnen, also organische Reichweite, organische Verbreitung von Inhalten. Dazu hätte ich in der nächsten Woche auch ein kleines Experiment mit Ihnen vor. Und dazu gehören natürlich auch Social Media, Storytelling und eben strategische Dramaturgie. Beim übernächsten Mal werden wir uns dann genauer die Werbemöglichkeiten oder die Werbeformen auf Social Media Plattformen ansehen. Wir haben hier im Lauf eines Semesters im Rahmen der Vorlesung natürlich begrenzte zeitliche Möglichkeiten. Das heißt, wir werden uns nicht die einzelnen Ad-Manager von Facebook, LinkedIn und Twitter im Detail ansehen. Aber ich werde Ihnen überblicksmäßig zeigen, wie Social Media Advertising grundlegend funktioniert. Die oder der eine oder andere von Ihnen hat ja vielleicht bereits schon eine Kampagne geschalten. So, zwischendurch wieder mal ein Blick in den Chat. Rotzlöffel möchte wissen, werden wir eine Rückmeldung erhalten und die Punkte angerechnet werden? Ja, das sehen Sie dann auch. Das wird auch im Moodle eingetragen und Sie bekommen eine Rückmeldung dazu. Aha, ein Profi. Rotzlöffel, ich arbeite als Social Media Managerin im Freelancer-Bereich für ein kleines Unternehmen und sehe, wie schwer es ist, da Content zu produzieren, weil ich viel zu wenig im Unternehmen eingebunden bin. Ha, ja, ganz, ganz zentraler Punkt. Und das ist eben genau das Thema, das mir auch in meiner Beratungstätigkeit immer sehr stark begegnet. Man könnte sagen, ich bin sehr froh, dass das so ist, oder ich lebe eigentlich davon, dass es notwendig ist, weil wenn ich nicht bei Ihnen diese Social Media Vorlesung halte, mache ich vorwiegend interne Schulungen in größeren Unternehmen für die Kommunikationsteams. Und Sie können sich vorstellen, das Thema, wie formatiert man ein Facebook-Posting, worauf muss man achten, egal welche Plattform das ist, sage ich mal, nicht besonders abendfüllend. Das viel spannendere Thema ist natürlich wirklich diese organisatorische Auswirkung auf Unternehmen. Es ist wahnsinnig schwierig, so wie Sie sagen, gerade wenn man auch als Externer oder Teilexterne arbeitet und nicht genau eingebunden ist, ausreichend zu wissen, was vorgeht. Eine Bekannte von mir, die arbeitet bei V2 Virtual Vehicle, ein großes Research Center in Graz, ist Europas größtes Forschungsinstitut für Simulationen im Automobilbau. Das heißt, das, was man früher halt so in den Windkanal gestellt hat, wird mittlerweile alles mit Computersimulation berechnet, beschäftigen sich auch viel mit dem autonomen Fahren. Und das ist ein Joint Venture zwischen der TU Graz, Siemens, Magna, das sind eigentlich fast alle großen österreichischen Unternehmen beteiligt. Es gibt auch Kooperationen mit den großen Autoherstellern und so weiter. Und ist ein wirklich sehr spannendes Unternehmen. Das müssen Sie sich vorstellen, das sitzen am Gelände der TU Graz an die 300 Forscher, die ja auch permanent und laufend an verschiedenen Fachkonferenzen teilnehmen, Papers einreichen und so weiter. Und meine Bekannte ist da eben Social Media Managerin, teilweise auch für die Events zuständig. Und sie hat mir mal erzählt, das fand ich eben sehr, sehr treffend, oder das sollten vielleicht mehrere so machen, dass sie ist dort fulltime angestellt, aber dass ihr Job zu einem guten Drittel wirklich daraus besteht, dass sie physisch durch das Haus geht und mit möglichst vielen dieser Personen spricht, weil, was hier auch noch dazu kommt, Wissenschaftler, da trifft das Klischee wohl ein bisschen zu, haben da durchaus ein wenig Scheuklappen und sind jetzt, sage ich mal, nicht so wahnsinnig aktiv daran interessiert, ihre Arbeit auch zu bewerben. Mit anderen Worten, sie muss da wirklich hingehen. Was machst denn du gerade so? An welchem Paper arbeitest du? Was ist geplant? Und daraus eben auch einen entsprechenden Redaktionsplan destillieren. Das ist der wesentlich komplexere Teil. Das ist auch ein Teil, über den man in den meisten einschlägigen Social-Media-Ausbildungen relativ wenig lernt, ist ja auch schwierig, weil das wiederum unternehmensspezifisch sehr, sehr unterschiedlich funktioniert. Ich habe Kunden, die in Startups arbeiten, wo mehr oder weniger jedes Teammitglied aufgefordert ist, in höchstmöglichem Umfang zu posten und Social Media zu nutzen. Aber ich habe genauso Kunden im Pharmabereich, wo es bereits im Arbeitsvertrag sehr, sehr strikte Regelungen gibt, dass beispielsweise über Produkte eben überhaupt nicht gesprochen werden darf. Wie man diese
in den meisten Unternehmen dieses Gleichgewicht zwischen einer bestimmten Notwendigkeit der Kontrolle und einer Einbindung der Mitarbeiter zustande bringt, darin liegt meiner Meinung nach auch wirklich die Krux oder der entscheidende Punkt einer erfolgreichen Social Media Strategie. Stichwort erfolgreiche Social Media Strategie. Sie können, oder sagen wir mal so, es gibt mal zwei ganz grundsätzliche Unterscheidungen, nicht nur im Social Media Bereich, sondern generell in der Marktkommunikation, in der Werbung, in der Unternehmenskommunikation, nämlich den B2C und den B2B Bereich. Ich nehme an, die meisten von Ihnen kennen diese Unterscheidung. B2C bedeutet Business to Customer und das sind quasi alle Businessmodelle oder alle Services und Produkte, die Sie an Endkonsumenten verkaufen. Wenn man an Marketing denkt, an Werbung, dann hat man meistens diesen B2C-Markt im Kopf. Daneben gibt es auch den B2B-Markt, das steht für Business to Business. Und hier geht es um alle Services und Dienstleistungen, die Unternehmen an andere Unternehmen verkaufen. Denken Sie beispielsweise an Magna, Autozulieferer, da sagt es auch der Name schon. Magna stellt Teile für andere Autos her. Sie als Autofahrer gehen nicht zu Magna und kaufen sich eine neue Kupplung, sondern Magna verkauft 1 Million Kupplungen an VW beispielsweise, B2B-Markt. Das gibt es natürlich in jedem Bereich, nicht nur bei Produkten, genauso bei Dienstleistungen. Das, was ich mache, diese Schulungen in Unternehmen, gehört genauso zum B2B-Bereich. In der Kommunikation unterscheiden sich diese beiden Bereiche sehr, sehr stark. Zum einen deshalb, weil sie natürlich in beiden Fällen Zielgruppen haben, aber im B2B-Bereich sind diese Zielgruppen sehr viel spezifischer. Stellen Sie sich vor, Sie bringen eine neue Zahnpasta auf den Markt. Ich bin ab und zu mal bei Startup-Mentoring-Camps in der Jury oder bewerte Business-Einreichungen. Und ein klassischer Anfängerfehler ist natürlich, wenn man fragt, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe, dass dann die Antwort alle kommt. Es gibt kein Produkt und keine Dienstleistung, bei der die Zielgruppe alle sind. Nicht mal so etwas Triviales wie Zahnpasta. Denken Sie an den breiten Product-Range, den wir da finden, von der Billig-Zahnpasta beim Discounter bis hin zum High-End-Produkt mit, Kohlefaser und Biominz und whatnot. Dazwischen drin irgendwo die abrasiven Aufheller-Zahnpasten mit Plastikkügelchen und so weiter. Breites Spektrum und ganz unterschiedliche Zielgruppen. Die Kunden, die beim Dance die 15 Euro Bio-Zahnpasta kaufen, haben andere Präferenzen und andere Einstellungen als die, die beim Lidl schauen, welche Zahnpasta gerade am billigsten ist. Ich sage das mal vollkommen unwertend, aber das sind natürlich ganz unterschiedliche Zielmärkte. Die gibt es im B2C-Bereich ganz genauso. Der Hauptunterschied ist, die Zielgruppen im B2C-Bereich sind in der Regel größer. Wenn Sie nochmal an das Magna-Beispiel denken, es gibt eine überschaubare Anzahl von Autobauern in Europa oder auch weltweit von Unternehmen, die eine nennenswerte Anzahl, wenn wir jetzt mal die ganzen super Kleinserienproduzenten weglassen, eine überschaubare Anzahl von Unternehmen, die Autos herstellen. Wenn Sie jetzt als Zulieferbetrieb in der Automobilindustrie arbeiten und Ihre Zielgruppe eben größere Autohersteller sind, dann sind die Personen, die Sie erreichen möchten, die Entscheider in diesen Unternehmen, Einkäufer bei diesen Autounternehmen. Und es ist nicht unbedingt von Vorteil, einen Instagram-Account mit x Millionen Fans zu betreiben. Es ist vielleicht spannender, ein Online-Kommunikationsmedium, beispielsweise eine Social-Media-Gruppe, zu betreiben, in der möglichst viele dieser relativ wenigen Entscheider drinnen sitzen. Diese Unterscheidung zwischen B2B und B2C-Märkten, die findet sich auch stark im Social-Media-Bereich wieder. Die meisten Social-Media-Netzwerke sind natürlich ganz klar auf B2C ausgerichtet. Denken Sie an Facebook, Instagram, WhatsApp. Mir ist schon klar, dass WhatsApp natürlich auch beruflich genutzt wird, auch in der Ausbildung und Schule recht stark. Aber Twitter, die vorwiegende Nutzung besteht bei Instagram ganz klar Unterhaltung, bei Twitter vielleicht eine Mischung aus Unterhaltung und Information, bei Facebook auch mit dem privaten Freundeskreis in Kontakt bleiben, aber eben auch Information, Unterhaltung, Pinterest wiederum. Unterhaltung sehr stark verortet im DIY-Style-Bereich, lauter B2C-Märkte. Die Business-Plattformen Xing und LinkedIn dagegen, die sind eben nicht nur geschäftsorientiert, sondern da geht es in erster Linie um diese B2B-Märkte. Zielgruppenorientierung bedeutet, egal in welchem dieser beiden Bereiche Sie tätig sind, dass die Inhalte, die Sie veröffentlichen,
ganz allgemein, aber natürlich auch speziell auf Social Media Plattformen, möglichst adäquat für ihre Zielgruppe sind. Im B2C-Bereich werden das gegebenenfalls größere Zielgruppen sein, im B2B-Bereich kleinere, aber die Qualität eines Inhalts in der Kommunikation bemisst sich nicht am Inhalt selber, sondern in Relation von oder an dem Verhältnis von Inhalt zur Zielgruppe. Oder mit anderen Worten, ein hervorragender Viral-Clip, der bei Metallbauern toll funktioniert, könnte möglicherweise für Friseure vollkommen uninteressant sein. Und dieses Mitbedenken der Zielgruppe ist natürlich immer ganz entscheidend, wenn es auch um die Erstellung von Postings bzw. Posting-Dramaturgie geht. Und zum Einstieg ins Thema Dramaturgie und Storytelling möchte ich Ihnen gerne eine der erfolgreichsten Social-Media-Kampagnen der letzten Jahre vorstellen, und zwar von dem amerikanischen Unternehmen WestJet. WestJet ist eine Fluglinie, die vorwiegend Flüge innerhalb der USA abdeckt. Und WestJet hatte zu dem Zeitpunkt, nämlich im Dezember 2013, als diese Kampagne erstmal startete, ein ziemliches Imageproblem in Sachen Logistik. Also mit anderen Worten, ein überdurchschnittlich hoher Anteil von Flugpassagieren hatte das Problem, dass das Gepäck woanders oder drastisch verspätet ankam. WestJet hat diese Kampagne dann über mehrere Jahre fortgeführt. Sie können sich die anderen Videos auch ansehen, sind alle auf YouTube dokumentiert. Es gibt auch eine Kampagnenseite dazu. Aber das erste war am erfolgreichsten und hat bis heute insgesamt 50 Millionen Views. Eines meiner Lieblingsbeispiele zum Thema Social Media Storytelling. Aber sehen Sie selbst. Ja, das ist der Nachteil von Zoom-Vorlesungen. Wenn ihr das Video im Hörsaal vorspielt, dann sitzen manche dann auch richtig mit offenem Mund da. Ich sage das als Beispiel immer deshalb sehr gern, weil, wie gesagt, zum Thema organische Reichweite, organische Verbreitung. Das Video ist natürlich ein Beispiel für eine Art von Inhalt, die sehr, sehr viel emotionale Identifikationsfläche bietet. Im Kern des Storytelling, im Kern von erfolgreichen Social Media Inhalten, und das ist jetzt mal relativ egal, ob Sie sich den Account von Fitness-Influencerin Pamela Reif ansehen, irgendeinen Koch-Channel oder den YouTube-Channel von jemanden, der Steinschleudern testet, gibt es, hat 2,5 Millionen Abonnenten, habe ich gestern 3 Stunden dort verbracht. Es geht um die Geschichten, die dort erzählt werden, und diese Geschichten haben natürlich immer Protagonisten. Im Storytelling, wenn Sie sich mit klassischer Storytelling-Literatur befassen, dann werden Sie sehr schnell auf den Begriff Heldenreise stoßen. Die Struktur der klassischen Story hat sich im Wesentlichen seit der griechischen Antike, seit den großen Tragödien und Komödien nicht wesentlich verändert, wurde dann perpetuiert, wenn Sie so wollen, durch die Mythen, durch die gesamte Menschheitsgeschichte, übrigens auch natürlich in der non-säkularen Literatur, findet sich dann wieder in Fabeln, Märchen und spielt eben heute eine gravierende Rolle, selbstverständlich in Filmen, Serien, aber genauso in der Social-Media-Kommunikation. Was ist dieses mysteriöse Storytelling, was ist diese Heldenreise? Und es geht darum, die Art und Weise, wie unser Informationssystem, die Art und Weise, wie wir Menschen Informationen verarbeiten, da lassen sich, auch wenn wir dazu neigen, uns das einzubilden, selbstverständlich Fakten und Emotionen niemals trennen. Wir alle glauben von uns, wesentlich rationalere Entscheider zu sein, als wir in der Praxis sind. Natürlich spielen Zahlen, Daten und Fakten eine Rolle, aber wir können eben unsere emotionale Entscheidungskomponente, ob Sie das jetzt als Bauchgefühl oder was auch immer bezeichnen, nicht ausschalten. Und zum anderen ist es auch so, um eine Situation möglichst vollständig zu verarbeiten, und ich spreche hier in einem durchaus sehr technisch im neuropsychologischen Sinn, vollständig verarbeiten bedeutet, so dass möglichst viele unterschiedliche Gehirnareale aktiviert werden. Dazu ist es in jedem Fall notwendig, eben nicht nur das rationale Denken, sondern auch die Emotion stark zu involvieren. Wir sind ja heute in der spannenden Situation, dass wir das alles recht genau messen können mit entsprechenden Apparaturen, welche Teile unseres Gehirns bei welchen Reizen aktiv werden und interessanterweise für unser komplettes Entscheidungssystem, aber auch für die Abspeicherung, für das Abspeichern von Erinnerungen, spielt es eine gravierende Rolle, ob man ihnen nur Zahlen und Fakten
präsentiert oder eine Mischung aus Zahlen und Fakten und Emotionen. Also ohne jetzt das ganze klassische Brimborium von Heldenreise und den einzelnen Stationen im Detail durchzugehen, Sinn und Zweck oder zentrales Bestreben der Technik Storytelling oder strategische Dramaturgie besteht darin, beim Rezipienten bestimmte Emotionen zu wecken und ihn damit wesentlich stärker zu involvieren. Das ist natürlich ein Mittel zum Zweck für Reichweite. In dem Fall dieser Clip hier, wie erwähnt, auf YouTube bisher 50 Millionen Impressions und in mehrfacher Hinsicht ein Musterbeispiel für gelungene Social Media Kommunikation. Nicht zuletzt übrigens deshalb, weil natürlich hier sehr viele Komponenten vorhanden sind. Zum einen die Protagonisten, also diese Weihnachtselfen, die sich hier um das Verpacken und der Geschenke und so weiter kümmern, das sind ja tatsächlich WestJet-Mitarbeiter. Zum Zweiten erfordert diese Aktion einen beträchtlichen logistischen Aufwand, genau das Thema, mit dem diese Fluglinie eben ein Problem hatte. Und zum Dritten bauen sie hier natürlich auch auf einen recht starken emotionalen Grundstock auf. Wie Sie wissen, die meisten Unternehmen nutzen saisonale Anlässe, nutzen Weihnachten in der Kommunikation. Das passiert hier natürlich auch, aber vor allem, und das ist der zentrale Bestandteil, es geht um das Durchbrechen einer Erwartungshaltung. Wenn Sie sich erfolgreiche virale Kampagnen ansehen, Beispiele für Postings, für Videos, die sehr hohe Reichweite erzielt haben, die sehr gut gelaufen sind, und natürlich gibt es für jede erfolgreiche Kampagne ungefähr 999 nicht erfolgreiche, dann werden Sie immer eine gemeinsame Eigenschaft feststellen, nämlich eben genau dieses starke Durchbrechen einer Erwartungshaltung. Zum einen und zum zweiten dieses Moment der emotionalen Involviertheit. Ganz deutlich übrigens auch zu sehen bei einer der erfolgreichsten Kampagnen unter Anführungszeichen der letzten Jahre, die Ice Bucket Challenge, kennen Sie sicher. Zum einen ja ziemlich starkes Durchbrechen von Erwartungshaltung, wenn man plötzlich jemanden sieht, der sich einen Kübel mit Eiswasser über den Kopf gießt. Zum anderen, ich habe da einige Leute beim Ansehen der Videos beobachtet, bei manchen sieht man das direkt, wie es Brumm macht. Also ja, das würde ich sagen, das ist ziemlich starke emotionale Involviertheit. Also diese beiden Komponenten spielen immer eine recht große Rolle beim Storytelling. Warum ist das Durchbrechen der Erwartungshaltung so wichtig? Das hat sehr stark zu tun mit der vorhin angesprochenen Zunahme an Quantität von Informationen. Sie haben zwar auf der einen Seite die Social Media Algorithmen, die für Sie eine starke Vorfilterung vornehmen, eben die für Sie aufgrund des von Ihnen existierenden Datenmodells, aufgrund der Daten Ihrer Vergangenheit, Ihrer Nutzungsdaten, die relevantesten Inhalte herauszufiltern. Aber zum anderen, wenn Sie sich überlegen, wie Sie selber diese Newsfeeds verwenden, egal ob Sie jetzt auf Ihrem Smartphone mit dem Finger durch den Instagram-Feed scrollen oder ob Sie an einem Rechner sitzen und sich dort das anstehen, die wenigsten Nutzer lesen ganz penibel Posting für Posting, sondern man scrollt eben runter, so lange bis die Aufmerksamkeit irgendwo hängen bleibt. Instagram-Profis nennen das übrigens Scrollstopper, diese Mechanismen zum Anhalten führen. Und in ganz vielen Fällen ist da natürlich auch was erregt unser Interesse? Ein Durchbrechen der Erwartungshaltung. Klassisches Beispiel aus der traditionellen Werbung, das Sie auch alle kennen, die Milka-Kuh. Braun, schwarz, gefleckt, weiß, alles erwartbare Kühe, lila Kuh, eigenartig. Schaut mal zweimal hin. Alles, was unsere Erwartungshaltung durchbricht, fesselt unsere Aufmerksamkeit, das hat selbstverständlich auch evolutionäre Gründe. Und wenn es gelingt, dies mit eben entsprechenden Emotionen aufzuladen, dann sind das die Botschaften, die, wenn Sie so wollen, wie man so salopp sagt, bei uns hängen bleiben. Eine Marke oder ein Unternehmen, das mit sehr starken Werbebildern, mit sehr starken Emotionen arbeitet, kennen Sie auch alle, ist Hornbach. Natürlich werden solche Kampagnen auch häufig kritisiert. Natürlich finden die nicht nur Anhänger. Da möchte ich Ihnen auch ein Beispiel vorstellen. Aufwendig gemacht, aber bei Weitem nicht die Reichweite. WestJet hat etwas größer Ziel, bei Weitem nicht die Reichweite. Aber schauen Sie sich das mal im Vergleich an.
Auch ein Klassiker, wie gesagt, mittlerweile eben die Kampagne schon von Hornbach. Warum spiele ich das vor in den Zusammenhang? Wenn Sie sich überlegen, wie Unternehmen vor 20, 25 Jahren kommuniziert haben, da war die Werbung oder die Inhalte, die waren wesentlich produktbezogener. Hier geht es letztendlich um Werbung für eine Heimwerkerkette, beziehungsweise geht es ganz konkret um das Werkzeug, um den Hammer. Und der spielt in der Geschichte aber eine recht untergeordnete Rolle. Hornbach lädt das mit dem Verwendungskontext auf. Wenn Sie so wollen, die Idee ist in der klassischen Werbung nicht neu. Es gibt diesen berühmten Spruch, ich glaube, er ist von David Ogilvy, bitte um Korrektur, wenn das wer anderer ist. Der Kunde kauft nicht die Bohrmaschine, sondern das Loch in der Wand. Ein durchaus relativ kluger Spruch. Wir denken da oft, wie gesagt, sehr, sehr produkt-service-zentriert. Was Emotionen bewirken können, sieht man eben an solchen Beispielen. Dieser Clip, wie gesagt, zwar nur unter Anführungszeichen eine 250.000 Views, aber Sie müssen sich überlegen, das ist letztendlich bezahlte Werbung, für die man früher entsprechende Fernsehminuten hätte buchen müssen. Social Media gibt, wenn Sie so wollen, Unternehmen die Möglichkeit, durch smartes Storytelling, durch die passenden Geschichten, durch die passenden Emotionen für die Zielgruppe organische Reichweiten zu generieren, die früher eigentlich, ja, ich sag mal, Magazinen, professionellen Medienanbietern, wenn Sie so wollen, vorbehalten blieben. Eine Sache, die sich durch Social Media verändert, und da werden wir uns beim nächsten Mal auch noch genauer damit befassen, ist eine weitere quantitative Zunahme. Ich konnte es kaum glauben. Ende vorigen Jahres, also vor Corona, wurden in Österreich, das ist schon der Hammer, die Zahl, pro Tag 2,5 Softdrink-Hersteller gegründet. Ist momentan ein sehr, sehr dynamischer Markt. Es gab vor 30 Jahren, glaube ich, in Österreich im Wesentlichen eine Sorte Tonic Water zu kaufen. Mittlerweile gibt es 180. Eine unglaubliche Zunahme an Optionen an kleinen Unternehmen. Social Media Plattformen bieten die Möglichkeit, ein Publikum relativ verteilt ist, zu erreichen und sehr, sehr spezifische Interessensgruppen zusammenzuführen. Quantitative Zunahme in der Hinsicht, wenn Sie so wollen, mehr Angebot für mehr spezifische Zielgruppen, und Social Media ist in dieser Hinsicht bis zu einem gewissen Grad ein Matchmaker. Das Mittel, um die richtigen Zielgruppen anzusprechen und zu erreichen, ist eben das passende und perfekte Storytelling dazu. Und dazu habe ich abschließend für heute noch ein Beispiel für Sie. Wir werden uns beim nächsten Mal genauer die Mechanismen der strategischen Dramaturgie ansehen. Aber hier noch eines meiner Lieblingsbeispiele. Blair's Chili. Vielleicht isst die oder der eine oder andere von Ihnen gerne etwas schärfer. Dann kennen Sie diese Marke vielleicht. Das ist übrigens kein Screenshot, das ist die aktuelle Live-Homepage. Also, naja, modern und stylisch ist etwas anderes. Hat eine sehr, sehr interessante Geschichte. Blair, der Gründer dieses Unternehmens, war Koch in einem Tex-Mex-Restaurant in Kalifornien und das Restaurant hat zugesperrt. Er war also arbeitslos, wusste aber, dass in einigen Monaten ein Freund von ihm ein Restaurant aufsperrt und hatte dort schon fix seinen Job. Und ihm ist dann zu Hause allerdings ein wenig fad geworden, also hat er begonnen, Chili-Soßen zu kochen, in kleine Glasfläschchen abzufüllen und an seine Freunde zu verteilen, die dann alle ausgesprochen begeistert waren und gemeint, du musst die verkaufen. Das hat er zuerst auch in seinem Umfeld gemacht und dann hat ihm jemand gesagt, du musst das Internet nutzen, du musst das im Web machen. Das muss sicherlich gut, also es war auf jeden Fall vor Social Media, ich glaube so vor 20 Jahren. Und Blair, der eben gelernter Koch war und kein Web-Experte, hat dann seine erste Webpage gemacht und gemeint, er hat die einzige Art und Weise, wie eine Webpage erstellen kann, das kennen Sie vielleicht, man kann von Word aus Microsoft Word HTML-Dateien erstellen und die hat er dann hochgeladen. Das war ein Text, wo er im Wesentlichen geschrieben hat, wenn ihr meine Soßen wollt, könnt ihr bestellen via E-Mail. Er hat seine E-Mail da reingeschrieben, hat er auch dazu geschrieben, das fand ich damals besonders charmant, ich weiß nicht, wie man einen Link einfügt, also bitte E-Mail-Adresse kopieren ins E-Mail-Programm und wer möchte, kann eben diese Chili-Soßen bestellen. Nun ist es so, dass in Europa ist das langsam im Kommen, aber in den USA, in Kanada und in Südamerika natürlich auch schon lange ein sehr großes Thema. Scharfe Chili-Soßen, die besten Chili-Soßen und so weiter. Da gibt es viele Leute, die sich drüber unterhalten. Blair hat, wenn Sie so wollen, den,
den schlechtestmöglichen Online-Marketing-Job gemacht mit seiner Webseite, aber das war egal, das Produkt war recht interessant und bevor ich Ihnen das falsch sage, das ist nämlich ziemlich zusammengefallen, in welchem Jahr YouTube wurde 2005 gegründet, genau. Es war relativ bald nach der Gründung von YouTube, hat dann jemand ein Video von sich aufgenommen, wie er ein paar Tropfen dieser Sauce auf einen Löffel tut und eben isst. Ich muss dazu erwähnen, diese Death Sauce wäre nicht dazu gedacht, dass man sie pur konsumiert, sondern eben zum Würzen von Chilis oder so. Der hat das Video dann auf YouTube gestellt und Blair diesen Link geschickt. Blair hat sein Word-Dokument aktualisiert und gesagt, er findet das super und sehr mutig, dass das jemand macht, hat den Link wiederum mit Bitte kopieren reingestellt und das hat sich dann aufgeschaukelt, hat dazu geführt, dass der Nächste einen ganzen Teelöffel und irgendwann, Sie können es sich vorstellen, hat jemand dann ja, so ein Fläschchen, ungefähr die Größe, in ein Glas gegossen, hat das Ganze ausgetrunken. Relativ mutig und das Spannende ist, diese Videos haben für 2005, da war es noch nicht üblich, dass einzelne YouTube-Videos Millionen Viewerzahlen hatten, die sind leider nicht mehr online, hatten für die Zeit damals enorm viele Views und wenn Sie so wollen, ist das dem Blair unter Anführungszeichen passiert. Wie Sie sehen, die Webseite ist noch, das Unternehmen bleibt insofern seiner Tradition treu, die Webseite ist nicht gerade großartig, die Soßen sind fantastisch. Nach wie vor gibt es mittlerweile auch in etlichen Shops zu kaufen, aber ich mag dieses Beispiel deshalb so gern, weil sich der Gründer des Unternehmens nicht sehr viel überlegt hat offensichtlich und weil ihm die ganze Social Media Kommunikation wirklich deshalb passiert ist, weil dieses Thema Chili, weil dieses Thema scharfe Soßen eben schon vorher existiert hat. Vielleicht hat er auch durch Zufall die richtigen 2-3 Multiplikatoren, die da in einschlägigen Foren aktiv sind, erwischt. Und dann haben die Kunden von sich aus diese Videos gemacht, haben eine riesen Kampagne gemacht. Ich bin über eins dieser Videos gestoßen und habe mir dann eine, weil ich eben auch neugierig war, eine der Soßen bestellt, konnte man damals nur direkt aus den USA. Ja, Social Media Kommunikation, die recht deutlich zeigt, wenn man wirklich den Nerv der Zielgruppe trifft, dann muss man gar nicht mehr wahnsinnig viel tun, sondern dann kommuniziert oder spricht die Zielgruppe eben selber. Und das ist genau der Bereich, in dem wirklich das höchste Potenzial für Multiplikationseffekte steckt. So viel zur Einführung. Heute habe ich es sogar mal geschafft, dass ich bei der anfangs angekündigten Stunde geblieben bin. Sie wissen, die ersten Einheiten DSGVO kompliziert, dauert immer etwas länger. Fragen sehr gerne. Slopes schreibt hier, organische Reichweite ist doch immer besser als bezahlte Reichweite. Ist auf jeden Fall immer besser und wenn man sich aussuchen kann, unter Anführungszeichen, dann natürlich organische Reichweite. Es kostet nichts, Sie müssen die Inhalte erstellen, aber die Reichweite ist gratis und noch dazu ist diese organische Reichweite in der richtigen Zielgruppe natürlich auch immer ein hervorragender Indikator, wie gut eben Ihre Postings, wie gut Ihre Videos, Ihre Bilder und so weiter in der Zielgruppe ankommen. Übrigens auch eine Dimension, die uns noch begegnen wird, auch neu, Social Media ist ja nicht nur ein Kommunikationskanal, sondern zugleich auch immer ein sehr wertvoller Marktforschungskanal. Also auch in dieser Hinsicht natürlich das Feedback der Kunden, das Feedback der Personen, die auf diese Inhalte reagieren, sehr, sehr spannend, wenn man in der Lage ist, das entsprechend strukturiert auch auszuwerten. Gut, in diesem Sinne genießen Sie den sonnigen Donnerstag in Wien. Wir sehen uns nächste Woche, dann geht's weiter mit strategischer Dramaturgie und Storytelling. Danke für die Aufmerksamkeit. Schönen Tag noch. Wie gehabt, Fragen immer gerne per E-Mail oder Moodle an Flora oder mich. Schöne Woche.